Beispiel, dass jede meiner Antworten irgendwie aufs Alkoholtrinken hinauskommt. Aber ich bin seit 2 Tagen trocken. Ihr sauft die ganze Zeit mit. Ein Shot pro Schicht ist drin. Ja, nee, dürfen wir doch gar nicht. In meinem Kinderpunsch war auch nie was drin. Kein Schuss, kein gar nichts. Es war immer Kinderpunsch. Qualitätskontrolle. Ist genau, Qualitätskontrolle. Wichtig, und ich würde das jetzt nicht mit Saufen gleichstellen. Manchmal ein Tropfen Glühwein, der daneben geht und dann in unseren Tassen landet. Ich meine, wir können ja auch ein bisschen was vertragen, ne? Ja. Also. Deswegen arbeiten wir auch da. Spuckst du den Glühwein, wenn dir jemand blöd kommt? Manchmal würde ich das richtig gerne machen. Die Leute sind zum Teil so unverschämt und unfreundlich. Dabei ist doch Weihnachten das Fest der Liebe. Macht bei uns niemand. Nee, das wäre auch ein bisschen eklig. Möchte man ja selber auch nicht so ganz. Mir natürlich nicht. Aber manche Leute beschweren sich, dass der Glühwein zu leer ist. Und dann mache ich manchmal noch extra die Tasse so voll, dass sie sich auf jeden Fall die Hand voll schlabbern. Noch nie gemacht und auch noch nie mit dem Gedanken gespielt, jemanden den Glühwein zu spucken. Dito. Wie oft verrechnest du dich am Tag? Dass ich rechne, das stelle ich jetzt mal in den Raum. Ich schätze eher die Preise und ich versuche die Leute halt zu überzeugen, dass das der richtige Preis ist. Auf jeden Fall nicht so oft, dass es irgendwie auffällt. Schon so ein großes Vorteil, dass wir als Glühweinverkäufer schon die größten Abzieher sind, dass wir immer versuchen, die Leute abziehen. Wir haben ja schon krasse Preise und dann nochmal 50 Cent verrechnen. Hui. Gar nicht. Die Kunden verrechnen sich immer. Und alles, was drüber ist, gehört dann mir. Manchmal lasse ich auch die Leute rechnen, weil ich meine, das ist ja nicht nur meine Arbeit. Ne? Was machst du gegen die Kälte? Das klassische Zwiebelmodell. Mehrere Schichten. Strumpfhose, Thermo, Skiwäsche ein, 3 Paar Socken. Ja, immer in Bewegung bleiben. Oder man trinkt halt gelegentlich ein Punsch-Spezial. Ab und zu mal was Warmes trinken. Ich habe manchmal nur irgendwie unter meinem Pulli einen Top oder ein BH an. Was machen die Leute mit den Tassen? Ist da Pfand drauf? Manche sammeln die, kommen jedes Jahr her und es gibt Leute, die dann erzählen, ich hab schon die 10. Tasse davon, die schenke ich meinen Kindern, die verschicke ich, die nehme ich mit als Andenken. Sie halten dir die vor die Nase, also so? Ja, nein, noch näher ans Gesicht, glaube ich. Sie klopfen. Also das ist auch sehr, sehr dreist. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob wir aus sauberen Tassen servieren. Nee, natürlich nur gebrauchte, weil dann wird es billiger, dann kriegt man einen Rabatt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die wirklich so eine explizite Tasse mal suchen und dann schicken die uns durch den ganzen Laden so, habt ihr die Tasse Nummer 1 von den Heinzelmenschen und sowas noch? Aber sie sprechen auch manchmal nicht und halten die einfach die Tassen nur hin und man müsste eigentlich die Gesichtsmimik studieren. Standardsätze von Gästen. Die Leute kommen und sagen, 1. Denkst du so, ja, ich verkaufe roten Glühwein, weißen Glühwein, Roséglühwein, Eierpunsch, Schokolade, Kinderpunsch. Was ist 1? Wie meine Mathelehrerin. 1 was? Äpfel, Birnen. Also wenn die mit ihrer Gesichtsmimik versuchen, dir zu sagen, was sie wollen, sagst du bitte was? Was möchten sie denn? Zurück. Es kommt kein Satz mehr, es gibt nur dieses Wort. Zurück. Mit einem Ausrufezeichen. Stimmt so. Wenn es zu wenig Geld ist, natürlich. Wenn dann irgendwie eine Feuerzangenbowle kostet 10,50 und die bestellen dann 10, sind es 105 Euro. Und ja, und dann wie? So viel für 10 Feuerzangenbowle? Und ich wollte doch nicht den ganzen Laden kaufen. Ja, seid doch einfach nett zu uns. Ihr geht doch freiwillig auf den Weihnachtsmarkt. Keine mehr da. Leer.